Heute machen wir die sicherste Körperlabyrinth-Bau-Challenge. Aber ich werde Heimlich-Hacks benutzen, um meine Schwestern so richtig zu pranken. Mit diesen coolen Tricks werde ich das sicherste Körperlabyrinth aller Zeiten bauen in Minecraft. Okay, Luke, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, aber für was? Wir müssen jetzt gegen unsere Schwestern eine Bau-Challenge machen. Dort vorne ist meine Schwester Lily und deine Schwester Daisy. Und die denken, dass sie besser sind als wir im Bauen. So wie ich meine Schwester kenne, denkt sie wieder, sie wäre die Beste, aber ist dann am Ende richtig schlecht. Das kann wirklich sein. Meine Schwester ist genauso. Jetzt lass mal rüber zu denen gehen. Ey, was machen die da für Tänze? Ich glaube, die machen TikTok-Tänze. Das ist der Loser-Tanz. Und der zeigt, dass du später verlieren wirst. Und dann werden wir dich damit auslachen. Hä? Ist das dein Ernst, Lili? Oh Mann, hast du das gesehen, Luke? Die lacht uns einfach aus. Aber wisst ihr was? Wir werden heute gewinnen. In der Körperlabyrinth-Statuenbau-Challenge. Let's go! Ihr habt 20 Minuten Zeit, Luke. Komm schnell rüber. Ja, let's go. Wir fangen direkt an. Luke, du bist der schlechteste Bruder. Schwestern sind viel cooler. Was? Deine Schwester denkt, dass die cooler sind als wir? Nee. Die ist niemals cooler als wir. Okay, Luke, ich würde sagen, wir müssen sofort anfangen. Wir müssen jetzt das krasseste Labyrinth in unseren Körper reinbauen, in den Bruderkörper. Und das ist mein Körper. Schau mal hier vorne. Und dort vorne ist der Körper von meiner Schwester. Aber weißt du was? Meiner ist viel cooler, meine Statue. Wir werden sowas von gewinnen. Hier vorne kommt direkt ein Eingang rein. So, zack, zack, zack. Let's go, Leute. Und weißt du was, Luke? Ich habe eine richtig gute Idee. Lass uns am Anfang einen Fake-Eingang reinbauen. Dafür brauchen wir Schilder. Ich habe eine richtig gute Idee. Schau dir das mal an. Wir benutzen diese Schilder, die platzieren wir hier. Zack, 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 zack. Und hier auch ganz viele Schilder ran. Boom, let's go. Ey, weißt du was? Der Fake-Eingang wird dafür... nee, da an der Seite nicht, Luke. Da an der Seite nicht. Also. So, hier folgen die ganzen restlichen Schilder hin. Und wir können gleich so einen coolen Fake-Eingang reinbauen. Nicht da an der Seite, Luke. Hier vorne. Ach so, sorry. Ja, ich wusste ja nicht. Warte mal, aber was willst du da jetzt hinmachen, Luke? Schau mal, ich habe eine richtig gute Idee. Wir brauchen dafür ein Gemälde und hier vorne haben wir das. Zack. Und jetzt, warte mal, hier müssen wir noch alles abtrennen kurz, damit das Gemälde auch groß genug ist. Und hier vorne, links in der Mitte, oder links unten platzieren wir ein Gemälde. So, zack, geht es? Hä? Hallo? Ich glaube, das geht gar nicht. Ja, doch, das funktioniert. Schau, let's go. Haha, wie geil. Und jetzt, Luke, können wir dahinter sozusagen einen Weg verstecken. Da vorne kommt noch ein Gemälde hin. Und okay. Aber ich glaube, es ist ein bisschen offensichtlich, wenn nur da das Gemälde ist. Ich mache hier noch ein paar hin. Zack, nein, hier. Nein. Das ist doch dafür da. Das ist ja ein Fake-Eingang. Das soll ja offensichtlich sein. Weil ich meine, jeder kennt von... Also, ich glaube, jeder Minecraft-Spieler weiß, dass man durch Gemälde durchgehen kann. Das ist der älteste Trick aller Zeiten. Das heißt, unsere Schwestern werden denken, oh, die haben den Eingang gefunden. Aber weißt du was? Wir werden hier hinter eine Falle reinbauen. Okay, Luke? Lass uns Lava hinbauen. Lava? Lava gerade. Ich habe noch eine bessere Idee. Wir müssen was Cooleres hinmachen, weil Lava, schau mal, das Ding ist, wenn wir Lava passieren, dann gehen die bis hier vorne hin und dann fallen die dort nicht rein, weißt du, weil die Lava direkt sehen. Stimmt, ja. Und deswegen müssen wir da was anderes hinmachen und ich habe sogar eine gute Idee, was wir hinmachen. Erstmal lass uns Diamanten nehmen, damit wir so einen sicheren Raum haben. Das wäre schon mal sehr gut. Zack, 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 zack. Ja, warte, ich helfe dir einmal. Bevor wir jetzt irgendwas mit Lava platzieren, und das werden wir auch gleich machen, müssen wir kurz was einstellen, damit hier nicht all unsere ganze Statue abbrennt, weil die ist nämlich aus Wolle, wie ihr seht, Leute. Okay, was hast du vor? Ich mach du Fire Tick Falls, so dass nichts mehr abbrennen kann. Was? Das ist ja voll schlau, oha. Oh yeah. Und ey, Luke, lass so tun, als ob es hier weitergeht. Warte mal, wir müssen hier so einen Fake-Raum sozusagen reinbauen. In unser Bein rein hier vorne, in mein Bein sozusagen. Hier vorne ist ja mein Bein und hier machen wir so einen Fake-Gang rein, okay? Also zack, zack, zack. Hier geht's so lang. Ja, hier einmal. So. Die tun so, als ob hier eine Kurve kommt, aber in Wahrheit kommt hier gar keine Kurve und der Weg ist da. Da ist eine Sackgasse davor, okay? Also zack, ja, zack, das machen zack. Wir so. Und wir müssen aber auch gleich, okay. Ich weiß gar nicht, ob unsere Schwestern schlau genug sind, weil die sind ja ein bisschen blöd im Kopf. Die wissen doch gar nicht, dass man durch Gemälde durchgehen kann, oder? Na klar wissen die das. Also so lost sind die jetzt auch nicht, Junge. Auch wenn die nicht so viel Minecraft meine Schwester zocken. Eigentlich schon, glaube ich. Als ob deine Schwester so lost ist und nicht weiß, dass man durch Gemälde durchgehen kann. Ey, ich frage mich doch, auch echt, hast du schon mal Daisy gesehen? Ja, ich habe die gesehen, Daisy. Daisy, die liebt doch richtig Bienen und so. Die ist voll. Ja, die hat so eine Bienenmütze an, habe ich gesehen. Okay, aber weißt du was? Wir müssen jetzt die Falle hinbauen, okay? Wir reden nicht mehr so viel rum. Wir bauen die Falle. Wir dürfen nämlich. Leute, wir haben keine Zeit. 20 Minuten und dann vergleichen wir schon. Und dann werden wir einmal deren Labyrinth spielen und die müssen einmal unser Labyrinth spielen. Und mal schauen, wer am Schluss gewinnt. Ich kann es kaum abwarten, wie wir unsere Schwester komplett pranken werden. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Okay, hier vorne machen wir nochmal. Aber es wird klar, dass wir gewinnen werden, okay? Ja, okay. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich sag dir so, wie es ist. Meine Schwester ist auf jeden Fall eine gute Bauerin oder sehr gut im Bauen in Minecraft. Und deswegen, wir gehen da gleich rüber. Und schau mal, was sie baut. Aber erstmal müssen wir hier vorne die Falle hinbauen. Hast du da Ghostblocks in der Hand? Ich habe in der Hand Ghostblöcke, ganz genau. Die platzieren wir hier vorne. Boom, boom, boom. Und schau mal jetzt, was passieren wird, Luke, wenn wir hier lang gehen. Man fällt da einfach runter. Fällt einfach runter. Und weißt du was? Das ist jetzt so schlau. Hier unten können wir Lava platzieren, weil Lava ist richtig gefährlich und wird dann. Und da kommt man nie wieder raus, Leute. Dann brennen die direkt weg.
Zack. Und hier unten platzen wir überall Lava. Let's go, Luke. Oh, ja. Ey, Luke, ich hab gehört, du hast ja auch das dickste Haus in Simcoe City. Du hast ja auch richtig viel Geld. Hast du vielleicht so eine Falle, die richtig teuer ist in Minecraft? Ja, ich muss mal kurz gucken. Oh ja, ich habe was richtig Cooles gefunden hier. Aber das zeige ich dir erst zum Schluss. Oh, okay, ich bin schon echt gespannt. Oh Mann, du hast wahrscheinlich eine richtig krasse Falle. Okay, Freunde, also sobald meine Schwestern denken, dass hier vorne der Eingang ist und hier durchgehen. Ah, guck mal, da hier vorne geht's weiter. Dann, boom, fallen die runter in die Lava rein. Das wird so lustig, ich kann es kaum abwarten. Okay, Luke, jetzt habe ich schon mal den ersten Fake-Eingang reingebaut. Jetzt müssen wir noch einen originalen Eingang reinbauen. Und bevor wir das machen, ich würde sagen, wir müssen aber erstmal rübergehen bei unseren Schwestern. Und schaut mal, was ich hier vorne habe, okay? Das ist der Unsichtbarkeitsschal. Zieh den mal an, Luke, okay? Und schau mal, der ist richtig magisch. Weil schau mal, was passiert, wenn du ihn anziehst. Und einmal, du musst einmal drauf restklicken. So, zack, boom. Jetzt habe ich ihn angezogen und... Wow, wir sind einfach beide unsichtbar. Schau mal, let's go. An. Okay, ey, Luke, weißt du was? Komm jetzt mit, okay, wir schauen jetzt, was unsere Schwestern, angefangen haben. Wir schauen jetzt, wo der Eingang ist zum Labyrinth. Die denken, die können den vor uns verstecken. Okay, ganz leise, ganz leise. Ey, man sieht nur unseren Schal, aber den sieht man auch nicht so gut. Wir können uns hier so tarnen beim Blauen. Hier, genau. Oh, die bauen schon die Beine. Die bauen schon. Die sind schon drin. Oh, was, Leute? Guck mal, warte mal, wir müssen da rein irgendwie. Lass mal hier ein Loch reinbauen. Warte mal, komm mal mit, Luke. Hier oben, zack, hier oben. Jo, die haben hier richtig viel schon gebaut, Alter. Die sind weiter als wir, Luke. Siehst du? Was? Oha, wie? Alter, was? Was? Ein ganzes Lava-Becken. Oh ja, Leute. Wir sind sowas von gut. Ey, Daisy, schau mal. Ich mache jetzt hier in die nächste Falle rein, das nächste Level. Und das werden die niemals bestehen. Das ist sowas von schwer. Da müssen die mit dem Bogen richtig gut zielen. Und meine Brüder, die haben keine Chance. Brüder sind so schlecht im Zielen, also Jungs. Hä? Was redet ihr? Hast du das gehört, Luke? Die meint, dass Jungs nicht mit Bogen ziehen können. Was redet ihr, Junge? Wir sind die Besten, Alter. Oh, ja, wir sind die Allerbesten. Ich kann das. Ja, ich kann das auch. Die können schon, wenn schon, mit einem Bogen nicht zielen. Wir zielen doch immer auf die Hühner und so. Wir jagen doch immer Hühner. Die Jungs, die sind die Jäger, Alter. Was denkt ihr denn bloß, Leute? Ey, Luke, lass uns schnell wieder raus, weil schau mal, wie weit die schon sind. Und wir haben nicht mal angefangen. Warte, ich mach hier wieder zu. Ey, so blöd, ganz ehrlich. Hey, hast du das gehört? Alter, wie irrelos war das denn? Ey, wir sind blöd. Nee, Leute, ganz ehrlich, so Mädchen und Jungs, beide sind cool so. Ich hab auch nichts gegen Mädchen, aber unsere Schwestern sind halt wirklich, die sind halt ganz spezielle Mädchen. Die sind so, ich weiß nicht, Luke, wie kann man das erklären? Die sind halt einfach nervig. Die wollen immer uns nerven und ich weiß nicht warum, Leute. Okay, zieh den Schal wieder aus. Die haben einfach nichts bemerkt. Das ist so cool. Beim nächsten Mal gehen wir nochmal rüber später und dann machen wir einfach eine kleine Falle für die, okay? Ich hab hier ein blaues TNT, damit werden wir später da alles weg. Springen. Das habe ich für richtig viel Gold gekauft. Oh ja, das sieht super cool aus. Ey, ich bin echt gespannt, was passiert, wenn wir das später zünden werden. Leute, das wird so lustig. Aber erstmal müssen wir hier weiterbauen, okay? Wir haben jetzt einfach nur noch 17 Minuten Zeit. Dann werden wir vergleichen, Leute. Und hier vorne machen wir jetzt den originalen Eingang rein. Denn den brauchen wir auch noch, Luke. Ich würde sagen, der kommt hier vorne hin. Und wir machen den mit Pisten sozusagen. Und ey, Pisten sind übelst cool für Geheimgänge. Deswegen hier zack, zack, zack. Hier kommen ein paar Pisten hin. Warte, Uki, seit wann weißt du, wie Pistons funktionieren? Junge, ich bin der Redstone-Profi. Lucky meint immer, er mag Redstone und so, aber ich bin der eigentlich Redstone-Profi. Ja, Leute, nein, ich bin viel besser. Guck, zack, ich mach die hier hin, zack, hier auch. Junge, Luke, die müssen gar nicht so schauen. Ich zeig's dir. So, ich hab einen Plan, wie das geht. So, zack. Okay, jetzt brauchen wir hier vorne, erstmal müssen wir hier oben alles zubauen. So, zack, 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 zack. Leute, den Geheimgang könnt ihr übrigens auch nachbauen. Dann würde ich sagen, hier vorne kommt einmal eine Redstone-Fackel hin, genau da. Und jetzt müssen wir hier auf der anderen Seite einen Knopf platzieren, sodass die Redstone-Fackel deaktiviert wird. Warte mal, bist du dir sicher, dass nicht gleich alles explodiert? Na, Junge, entspann dich. Wir haben hier überhaupt kein TNT platziert. Wie soll das überhaupt funktionieren? So, jetzt platzieren wir hier vorne Redstone. Oder so, zack, ein Redstone. Boom, boom, boom. Let's go, Leute. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ich hoffe es. Kann auch sein, dass es nicht funktioniert hat. So, und mal schauen. Ich glaube, es hat tatsächlich funktioniert, Freunde, oder? Nee, nicht ganz. Hä? Was ging da ab? Das hat sich gar nicht ausgelöst. Da haben wir ein Problem. Wir haben ein riesiges Problem, Leute. Ich wusste doch, dass du es nicht schaffst. Doch, ich muss funktionieren, Leute. Kommt schon. Das schaffst du niemals. Doch, ich... Jetzt hat's funktioniert. Schau doch selber, Luke. Ich hab's geschafft. Nein, was? Als ob? Oha, wie cool. Ey, Luke, wir sind im gleichen Team, Junge. Warum glaubst du nicht an mich? Ich werde es natürlich schaffen, wenn ich sage, dass ich es schaffen werde. So, zack, jetzt bauen wir hier alles zu. Ja, jetzt. Boom und... Let's go, wir können einfach durchrennen. Wie cool. Und da hat sich einfach eine geheime Tür geöffnet. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir es alles mit Diamanten zu, damit man hier das vorne das Redstone nicht sieht. So, das können wir wieder wegmachen. Und ey, Luke, hast du vielleicht eine Idee fürs nächste Level? Ja, wir könnten Jump'n'Run bauen, oder? Einen Jump'n'Run? Ey, du meinst so einen Lava-Parcours oder was? Ey, das wäre schon eine gute Idee. Ja, genau.
Und das wäre auch richtig cool, um unsere Schwester zu pranken, denn die fallen ja bestimmt runter und die sind so richtig schlecht im Parcours. Das weiß ich auch auf jeden Fall. Lili, die ist die schlechteste im Parcours. Okay, wir haben hier unseren originalen Eingang und jetzt muss es irgendwie weitergehen, denn das Ziel ist beim Kopf von unserer Statue. Das Ding ist, dieser Knopf hier ist auch richtig gut versteckt, oder nicht, Leute? Weil er ist auch so blau. Aber er ist schon ein bisschen auffällig, muss man ehrlich sagen. Naja, meine Schwestern werden die bestimmt nie finden. Und boom, in den geheimen Gang rein. Und jetzt geht's hier weiter. Und dafür müssen wir uns eine Axt schnappen, Leute. Und hier ein bisschen Platz frei machen. Denn ich will hier mit dem Luke für unsere Schwestern einen Lava-Parcours hinmachen, der übel schwer wird. Und danach, umso weiter es geht, Freunde, umso krasser werden die Level auch. Umso schwerer wird's auch für unsere Schwestern, hier durchzukommen. Boom, zack. Und hier einmal rüber. Und wir geben ein //Cut. Bam. Und hier drin können wir jetzt überall Lava platzieren. Luke, hast du schon die Lava ausgerüstet? Yo, perfekt, platziere die Lava dort vorne. Zack, jetzt platziere ich die hin. Oder zack, 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 ja, let's go. Perfekt. Ey, aber weißt du, Luke, ich weiß doch, wie das Spiel schneller geht. Wir nehmen die Stelle, markieren uns die, gehen hier rüber. Luke, weg da. Ey, du hast die Lava da oben platziert. Warte mal, so, zack. Upsi. Und wir geben jetzt ein //Set Lava und boom, Junge. Jetzt haben wir einen riesigen Lavasee. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wie krass. Ja, sehr gut, wir bauen hier erstmal zu, sodass die hier nicht durchkommen und einfach hier rüberspringen können, ja, auf die andere Seite. Zack, zack. Wir müssen hier einen Parcours über die Lava platzieren. Erstmal hier die Wand errichten, Leute. So, zack, zack. Und Leute, jetzt können wir unseren Parcours bauen. Okay, Luke, wie sollen wir ihn anfangen, sodass der richtig schwer wird? Der darf nicht einfach sein. Ja, ich glaube, wir müssen ihn schwer machen. Okay. Auf jeden Fall. So, erstmal Lava einmal hin. So. Okay, mach die Wand hier nochmal fertig. Warte mal, ja, mach die Lava hier weg. So, vielleicht. Okay, der erste Sprung wird nicht so schwer. Der wird, das ist der erste Sprung, Leute, okay? Das ist der zweite Sprung. Der geht, ist hier hin, der ist auch einfach. Der ist easy peasy. Und als nächstes wird es aber jetzt schwer. Okay, es geht in die Richtung. Wir machen in die Richtung geht es. Wie kann es noch schwerer werden? Hast du eine Idee? Mit einem Leitersprung oder was? Ja, ein Leitersprung, der ist gut. Okay, ich würde sagen, dann platzieren wir hier oben das, den Diamantenblock und dann platzierst du die Leiter ran. Jetzt spring da mal rüber. Zack. Wow. Ja. Let's go. Okay, das ist echt schwierig. Der ist gut. Der ist aber gut. Wir schaffen das easy. Ey, Luke, Junge, du hast es gerade nicht geschafft. Das war mit Absicht. Das war mit Absicht. Ja, ja, ja. Und jetzt kommt die Lava heiß ist. Ja, du wolltest schauen, ob die Lava wirklich so heiß ist oder ob das überhaupt echte Lava ist oder was. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, genau. Okay, ich würde sagen, wir müssen jetzt weitermachen den Jump'n'Run. Ich habe eine gute Idee, wie wir weitermachen können. Lass uns Gitter nehmen, weil die sind super schmal. Und darauf ist es übel schwer zu springen. Schau mal, versuch doch mal drauf zu springen. Luke, dein Ernst, Junge, spring da mal drauf. Ups, ja, ich probier's mal, zack. Ja, easy. Junge, okay, du schaffst es, aber ich glaube, unsere Schwester schafft das nicht. Jetzt versuch mal da drauf zu balancieren. So, hier entlang. So, zack, ja, es geht noch. Okay, aber ey, warte mal. Wow, jetzt ist es noch schwerer, oder was? Ja, genau, weil da ist nur einer, weißt du, dann fallen die da leichter runter. Oh, das ist echt so schwer. So wie du gerade. Junge, das ist ja, warte mal, wenn da nur einer ist, oh, da muss man ja richtig gut zielen oder draufspringen. Warte, wir müssen aber die Wände ein bisschen höher machen, weil sonst konnten die ja da drüber gehen einfach. Okay, du hast recht. Dafür habe ich ja meine magische Axt, Leute, die Holzaxt. Zack, wir markieren uns die Stelle. Gehen hier einmal bis ganz nach oben, markieren uns die Stelle und geben ein /Set Diamantblock. Boom, jetzt ist die Wand ganz groß und jetzt würde ich sagen, machen wir mit dem Parcours weiter. Und was hast du denn da? Hackerblock platziert. Zack, ja, genau. Das ist ein unsichtbarer Block. Unsichtbarer Block und hier vorne an die Leiter springen, oder was? Ey, okay, das wird jetzt richtig schwer. Ey, Luke, du bist ja richtiger Parkourmeister hier im Bauen. Natürlich. Du hast hier die... Oha, was? Man muss hier an unsichtbare Blöcke ranspringen. Das wird ja mal übel schwer. Okay, ey, Luke, ich würde sagen, du baust mal hier einen Parkour weiter. Und ich schau mal, ob wir hier weiter in die Richtung können. Ja, wir können hier ins nächste Bein. Hier haben wir noch nichts hingebaut. Das ist eigentlich ziemlich gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Bein direkt weiter. Und weißt du, was wir hier im nächsten Bein machen nach dem Parkour? Wir machen ein Eisboot-Parkour. Und der kann was werden, Leute. Der ist super lustig. Und hier im Körper drin machen wir dann das richtige Labyrinth. Okay, Leute? Weil wir wollten ein Körperlabyrinth bauen. Und ganz innen drin wird dann das richtige Labyrinth sein. Aber erstmal bauen wir hier vorne Eis. So, wir nehmen hier das Packeis, weil das schmilzt nicht. Zack, 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 zack. Und hier machen wir jetzt eine kleine Strecke, wo man mit dem Boot drauf muss. Okay, Freunde? Aber das Ding ist, die Strecke wird jetzt schmaler. Ja, die wird jetzt richtig schmal, Leute. Die wird jetzt noch 2 breit sein. Erstmal ist sie 3 breit. Jetzt ist sie 2 breit. Und wartet ab, Leute. Jetzt ist sie nur noch 1 breit. Das heißt, hier muss man richtig aufpassen. Und mit dem Boot. Falls ihr nicht checkt, was ich meine, muss ich ein Boot schnappen. Ich werde hier vorne auch eine Truhe hinmachen. So, wir schnappen uns eine richtig coole Diamantentruhe. Die platzieren wir hier vorne. Da packen wir richtig viele Boote rein. Schaut mal, wie viel Platz in der Diamantentruhe ist. So, let's go. Schaut jetzt mal an, wie viele Boote hier sind. Ey, bist du schon mal auf einem Boot gefahren?
Oder geschwommen? Ja, natürlich bin ich schon mal im Boot gefahren. Als ich klein war, war ich auf einem Ruderboot. Auf einem Ruderboot? Ey, ich war auch schon mal auf einem Ruderboot. Ey, und ich habe auch so eine richtig lustige Story, Leute. Ich war mal auf einem Ruderboot und dann hat einfach Billy Poops gemacht und dann ist es umgekippt und dann war ich im See drin mit Kopf über da reingeflutscht. Ey, das war echt lustig. Luke, ist dir auch schon mal sowas passiert? Nee, ich bin zum Glück noch nicht mit Billy Boot gefahren. Ja, ey, das will ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen, weil Billy ist echt schlimm. Okay, hier vorne machen wir so eine kurvige Strecke rein, die super schwer ist zu bestehen mit dem Boot. Zack, 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 zack. Und hier kommt man dann sozusagen an. Und jetzt muss es noch einmal in die zweite Etage gehen. Wir brauchen hier eine zweite Etage. Das nächste Level wird in der zweiten Etage sein, vom Bein sozusagen. Ey, und was könnten wir hier in die zweite Etage reinbauen? Hast du eine Idee, Luke? Vielleicht könnten wir da was mit Autos reinbauen. Was mit Autos? Ey, aber warte mal, hast du Autos in Minecraft oder was? Ja, haben wir doch. Wow, okay, das wäre echt cool. Dann, und ey, Luke, du bist ja auch so reich, du hast bestimmt so richtig coole Autos in Minecraft. Dann ja, ich habe einen Lambo. Oh yeah, einen Lambo, Alter. Luke hat einfach einen Lambo. Der hat, ihr müsst wissen, der hat das dickste Haus in Simulator City, weil er so viel Gold hat. Und ja, der sammelt Gold und verkauft es weiter und dafür, ich hatte richtig viel Cash, Junge. Und zeig mal her, genau, was du für ein Auto hast, was wir für ein Auto-Level warte bauen. Warte mal, ich suche mal ein gutes raus, warte kurz. Okay, ich schaue mir mal so lange jetzt den Parcours hier an. Hast du ihn hier fertig gebaut sogar? Hier muss man dann direkt rüberspringen? Okay, ist das machbar überhaupt? Ja, natürlich ist machbar. Oder, warte mal. Ah, du hast hier so einen unsichtbaren Parcours hingebaut, deswegen habe ich gerade nicht gecheckt, was angeht. Okay, dann geht's hier so lang, hier, und dann hier, boom, let's go. Okay, darauf müssen unsere Schwestern auch erstmal kommen, das wird nicht so leicht, Leute, ja, ganz genau. Okay, und jetzt sind wir hier im anderen Bein, und da muss man dann mit dem Boot entlang, mal schauen, ob wir das überhaupt, oh yeah, okay, das ist übel schwer, ich bin direkt in die Lava gefallen, und direkt ist mein Boot verbrannt, und wenn ich jetzt im Survival-Modus wäre, wäre ich auch verbrannt, Freunde. Das ist extrem schwer, Junge, was? Man muss richtig langsam eigentlich sein. Okay, ich war zu schnell, ich bin zu schnell. Wow, wow. Ey, ich glaube, das ist unmöglich für unsere Schwestern. Die werden das niemals schaffen. Das wird so lustig, später zu schauen, uns das anzuschauen, wie die ganze Zeit verkacken werden. Okay, zack, zack, zack. Hier unten müssen wir noch Lava platzieren. Nicht vergessen, Freunde. Boom. Hier hinten machen wir mal zu. Okay, ich baue jetzt hier mein Level. Mach du mal deins. Okay, dann mach du dein Auto-Level und ich mach hier weiter. Und ich bin echt gespannt, was du bauen wirst. Hier vorne, als nächstes müssen wir eigentlich rüber zum Körper sozusagen. Also ich gehe mal hier komplett auf die andere Seite, Freunde, hier vorne hin. Zack, Junge, was ist hier? Warum ist hier Redstone, Leute? Hat Black hier hinten was hingebaut oder was? Weil der macht immer Redstone hin. Freunde, hier vorne mache ich weiter mit dem nächsten Level und das wird ein richtig dickes Labyrinth hier im Körper, weil hier ist mega viel Platz und auf der anderen Seite hier, hier sind die Hände oder die Arme eher gesagt, hier ist ja auch noch richtig viel Platz. Das heißt, wir haben hier richtig, richtig, richtig viel Platz für ein dickes Labyrinth. Oh yeah, Leute, da bin ich auf jeden Fall schon richtig gespannt, was wir hier reinmachen werden. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Es fängt hier vorne an mit dem Labyrinth und das bauen wir sowas von fett und am besten auch aus Diamanten wieder. So, zack, zack, zack. Schnappen uns Diamanten und boom, boom. Und Leute, wir müssen uns beeilen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit und gleich werden wir vergleichen und dann werden wir schauen, wer das beste Körperlabyrinth oder Körper, wer den besten, die beste Statue gebaut hat. Mal die Schwestern oder halt die Brüder. Und Leute, wenn ihr Hashtag Team Jungs seid, dann kommentiert jetzt alle Hashtag Team Jungs. Nein, schreibt alle Hashtag Team Mädchen in die Kommentare. Team Girls. Lilly, woher kommst du denn jetzt bitte sehr? Kannst du mal bitte wieder weggehen von unserer Statue? Du gehörst hier nicht hin. Ey, die hat hier einfach ein Loch eingebaut. Was soll das, Lilly? Schnell hier weg. Hashtag Team Mädchen, schnell, schnell, schnell. Wir sind viel cooler. Hey, das stimmt gar nicht. Doch, Leute, Hashtag Team Mädchen, kommt schon. Oh nein, Freunde, wir müssen ihr das Gegenteil beweisen, okay? Community, jetzt alle Hashtag Team Jungs in die Kommentare. Oder halt Hashtag Team Mädchen, wenn ihr für unsere Schwestern seid. Aber wenn ihr für die Jungs seid, für die Jungs-Army, dann alle Hashtag Team Jungs in die Kommentare. Let's go! Nein, Hashtag Team Mädchen. So, das hier vorne wieder schnell zubauen, Junge. Alter, ganz ehrlich, meine Schwester ist so fies, dass sie einfach bei uns spicken geht, obwohl wir waren ja eigentlich auch spicken. So, und wir machen weiter mit dem Labyrinth. Das wird nämlich das Mega-Labyrinth, Leute. Hier vorne kommt auch ein Weg hin. Zack, 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 zack. Hier vorne kommt auch ein Weg hin. Dann kommt hier vorne ein Weg hin. Aber hier vorne ist halt eine Sackgasse. Und dann fallen die einfach drauf rein. Das wird schon lustig, Leute. Stell dir vor, man geht hier so lang und dann... Oh, hier geht's gar nicht mehr lang. Das liebe ich an dem Labyrinth. Und ich hoffe, ich habe so viele Sackgassen, dass meine Schwestern gar nicht mehr wissen, wo es richtig lang geht. Und der richtige Weg wird irgendwo da hinten sein. Vielleicht ist das hier auch der richtige Weg. Aber keiner wird es erfahren, weil es wird so schwer. Und ey, am besten, wir bauen auch gleich noch in das Labyrinth ein paar Fallen rein. Wie zum Beispiel eine Käfigfalle, eine Mine oder sowas. Und wenn die hier im Labyrinth dann lang gehen, dann sehen die Falle vielleicht
vielleicht gar nicht. Und dann, bumm, fallen die in eine Falle rein und dann war es auch mit dem. Und insgesamt hat man ja nur 3 Herzen, Freunde. Das heißt, wenn man 3 Herzen verliert, dann muss man einfach gebannt werden vom Sinukri City Server. Und Leute, das wollen wir ja nicht, ja, deswegen müssen unsere Schwester verlieren. Und stellt euch vor, ich verliere alle 3 Herzen bei denen und dann wäre ich einfach gebannt und kann nie wieder für euch Videos aus Sinukri City machen. Dann wäre ich für immer von Sinukri City gebannt. Ich wurde ja schon mal gebannt, Leute. Dazu findet ihr auch nochmal das Video. Oben in der Infobox oder oben in der Beschreibung, dann verlinke ich euch das. Da wurde ich schon mal gebannt von Sinukri City, Junge. Wer hat das Video schon mal gesehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich will nicht nochmal gebannt werden. Deswegen bauen wir hier das coolste Labyrinth aller Zeiten rein. Oh yeah. Teambrüder müssen einfach gewinnen. Schaut mal, wie weit wir schon sind. Das sieht schon mal richtig cool aus, aber es muss natürlich noch viel, viel krasser werden. Deswegen bauen wir noch viel, viel mehr Wege rein und das kann so lange dauern, ich sag's euch. Ich habe sogar eine Idee, vielleicht können wir das Ganze noch ein bisschen beschleunigen, den ganzen Progress vom Bauen vom Labyrinth, Leute, denn ich habe da sogar eine ganz gute Idee, wie wir das verschnellern könnten. Theoretisch können wir das Ganze hier kopieren und dann nochmal da vorne einfügen und dann ist einfach nochmal ein doppeltes Labyrinth. Alter, ich zeige euch das einfach gleich, Leute. Ich zeige euch das und ich rede hier nicht so viel rum, ich zeige euch das, okay? Also, wir nehmen uns mal eine Axt. Zack, zack, zack. So, perfekt, Freunde. Hier vorne machen wir auch noch einen Weg rein, bevor wir das kopieren. Einen Moment. So, und so, und so, und so. Hier vorne ist wieder eine Sackgasse. Ey, das ist so lustig. Die werden bestimmt gar nichts mehr checken hier im Labyrinth. Das ist das schwerste Labyrinth aller Zeiten. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das schaffen würdet oder ob ihr schon mal ein Labyrinth gelöst habt. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein Labyrinth. Ich war schon mal in einem echten Labyrinth, Leute. Das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Aber ich sag's euch, das war nicht mal ansatzweise so schwer, wie das hier sein wird. Wie gesagt, schwerste Labyrinth aller Zeiten wird jetzt fertig gebaut. Das wird auch in die Geschichte eingehen, ich sag's euch. Hier kommen gleich auch noch richtig viele coole Fallen rein. Okay, damit wir jetzt schneller mit dem Labyrinth fertig sind, bam, zack, markieren wir uns mal die Stelle. Gehen hier rüber, markieren uns die Stelle. Und wir geben jetzt ein /copy. Zack. Jetzt rotieren wir das Ganze mal um 180 Grad. Stellen uns hier vorne hin. Und machen /paste rein, okay? Jetzt bin ich echt gespannt. Hat es geklappt? Es hat sogar ein bisschen funktioniert. Das ist eigentlich voll die gute Taktik, wenn man wieder /undo. Gehen ein bisschen nach vorne und jetzt gehen wir ein /paste. Bam. Und okay. Ey, das passt, Leute. Das passt. Wir haben jetzt einfach innerhalb einer Sekunde nochmal das Doppelte vom Labyrinth einfach hinplatziert und kopiert. Das ist eigentlich voll cool gewesen. Und jetzt wird es nochmal... Jetzt ist das Ganze mit Labyrinth aber nochmal andersherum. Hä, das ist ja voll cool, Leute. Checkt ihr, wie ich das meine? Ich glaube, unsere Schwestern werden das niemals lösen. Ey, Luke, wenn du gleich mein Labyrinth siehst... Du wirst da dich so verirren. Ich sag's dir. Das ist das krasseste Labyrinth aller Zeiten. Ich hab's schon 1000 Mal gesagt, aber ich sag's euch nochmal. Gut ist es, weil unsere Schwestern dürfen auf gar keinen Fall gewinnen. Du wirst auch staunen, wenn du siehst, was ich hier gebaut habe. Okay, ich bin auch schon echt gespannt, was du gebaut hast für ein Level. Das schauen wir uns auch gemeinsam gleich an, Leute. Aber erstmal, zack, 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 Labyrinth fertig bauen. Wo ist denn jetzt der Ausgang? Ah, hier vorne ist der Ausgang. Okay, Leute, das ist sozusagen der Ausgang, okay? So, hier machen wir mal alles zu. Boom, 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 boom. Und das hier ist der Ausgang, Leute. Wir haben unser Mega-Labyrinth fertig gebaut. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, sind Fallen, wie gesagt. Aber hier kommt erstmal eine Tür hin, denn hier ist das Ziel von unserem Labyrinth. Oder eine Tür passt hier gar nicht hin. Warum hat sich da eine Tür? Wir müssen jetzt die nächsten Level nämlich noch bauen. Aber bevor wir das machen, wie gesagt, ein paar Fallen kommen ins Labyrinth rein und wir schauen uns gleich das Level an, was Luke gebaut hat. Wie wäre es zum Beispiel hier vorne mit einer Grasfalle? Wir platzieren hier so ein Grasblock, zack. Das ist aber kein echter Grasblock, weil wenn man hier lang geht, fällt der einfach hier runter, fällt man einfach hier runter. Das ist so ein getarnter Grasblock, aber eigentlich ist es einfach nur eine Grasschicht, wo man direkt runterfällt. Das heißt, wo man berührt das und fällt hier vorne nicht in die Lava, sondern in die Spikes, Leute. Wir benutzen dafür extra hier richtig fiese Spikes. Nehmen uns auch mal die Diamantenstacheln, so, zack, zack, zack. Wenn man da jetzt im Survival-Modus drin ist, ah, da kriegt man richtig viel Schaden. Aua, das tat echt weh. Und zack, bumm, mit dem Gras hier vorne zumachen. Und jetzt kommen hier noch ein paar Diamantenstacheln rein. Hier vorne kommt eine Diamantenstachel rein. Hier vorne, hier an der Seite. Schaut, warte mal, wenn man hier so lang geht und dann, bumm, aua, in die Stachel reintreten, das wäre schon lustig. Dann kommt hier vorne noch eine Stachel hin. Wir könnten eigentlich auch noch weitere Sachen platzieren, wie zum Beispiel Minen. Und das würde ich sagen, machen wir auch hier. Einmal da, zack. Und was auch richtig lustig wäre, wie wäre es, wenn wir einfach mal Zombies uns schnappen und die hier überall im Labyrinth drin platzieren. Aber am besten, wir nehmen was Cooleres. Zack, wir geben ein /giveukri-spawner. Hier das Hacker-Item, Leute, das brauchen wir. Und bam, Minecraft-Spawner, den platzieren wir hier in der... Wo ist ein bisschen Platz, Leute, für einen Spawner? Wir sagen, wir machen mal hier vorne ein bisschen Platz rein. So, oh! Nein. Okay, ich habe es mir anders überlegt. Wir dürfen doch keine Minen platzieren, weil sonst die Zombies, die wir gleich platzieren werden, die ganzen Minen auslösen werden. Das habe ich ganz vergessen. Oh no.
Alter, jetzt ist das Labyrinth hier einfach kaputt gegangen. Und wir dürfen uns keine Fehler wie diese hier erlauben nochmal. Weil sonst, Leute, wisst ihr, was passiert? Dann gewinnen die Schwestern, wenn wir nicht fertig werden mit unserem Labyrinth. Das war gar nicht gut. Okay, das mache ich nicht nochmal. Tut mir leid, Leute. So, wir machen hier aber ein bisschen Platz trotzdem rein für unseren Spawner. Und ihr kommt hier in die Mitte und da kommt jetzt ein Zombie rein. Das ist also ein Zombie-Spawner. Und hier spawnen jetzt die ganze Zeit Zombies, sobald unsere Freunde hier in die Nähe kommen. So, hier ist auch richtig viel Platz für den Spawner. Und das heißt, sie werden einfach hier im Labyrinth von Zombies gejagt. Junge, wie cool ist das denn bitte sehr? Ja, ist ja mal mega lustig. Jetzt würde ich sagen, schnappen wir uns noch ein bisschen Stacheldraht, was ich sagen wollte. Jetzt zack, Stacheldraht kommt hier hin. Bisschen hier hin Stacheldraht, dann ein bisschen da. Dann müssen halt unsere Freunde sozusagen rüberhüpfen, weil wenn die es nicht schaffen, dann bleiben die halt stecken, so wie das Zombie hier zum Beispiel, und kriegen richtig viel Schaden. Oh yeah. Und hier kommt noch am Schluss ein Stacheldraht hin. Junge, haha, die ganzen Zombies bleiben einfach stecken. Und stellt euch vor, die bleiben einfach hier im Stacheldraht stecken, kriegen Schaden und dann von hinten kommt ein Zombie, aber kommt ihr nicht weg? Jo, das wäre mal sowas von schlimm, jetzt mal ganz ehrlich. Let's go! Wir haben unser Labyrinth fertig gebaut. Okay, wir haben noch viel Platz in unserem Körper, deswegen bauen wir hier ganz am Schluss noch das Level hin, wo man in den Kopf reinkommt sozusagen. Denn hier ist das Ziel, Freunde, im Kopf von Ukri. Okay, das nächste Level machen wir hier im nächsten Arm, im linken Arm von Ukri. Ukri, ich hab mein Level fertig. Was, echt? Ey, zeig mal her. Luke, was hast du denn hier gebaut? Ja, komm mal hoch hier. Wow. Komm mal, okay, ich also, hab hier was gebaut. Ich dachte, du machst ein Auto-Level, oder warum hast du kein Auto-Level hingemacht? Nee, ich hab kein Auto-Level gemacht, weil mein Auto ist zu teuer und ich hätte Angst, dass wir kratzt dann, wenn die Mädchen das fahren. Oh, okay, stimmt, du hast recht. Okay, was hast du denn hier hingemacht? Wow, ein Pisten-Level. Genau, also warte. Alter. Ich bin kurz hier fertig. Jo, was geht denn hier ab, Junge? Oh, hier muss man richtig aufpassen, oder was? Ah! Ja, genau. Okay, also man kann hier so lang hüpfen und da muss man aufpassen, dass man nicht von... Oha, okay, das ist schwer, Leute. Das heißt, guck mal, die Pisten bewegen sich die ganze Zeit. Bum, 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 bum. Und Leute, sobald man hier lang geht, muss man hier stoppen bleiben und dann hier stoppen bleiben. Aber wenn man hier vorne gehindert wird, dann fliegt man einfach in die Lava rein. Okay, das ist lustig, genau. Damit werden wir die komplett hops nehmen. Dann würde ich sagen, machen wir hier direkt einen Raum rein, denn, Luke, weißt du was? Wir müssen hier vorne noch ein nächstes Level hinmachen, okay? Das machen wir hier auf den Körper sozusagen von Ukri. Mhm. Und zwar führt dieses Level in mein Labyrinth rein. Und das Labyrinth ist dann sozusagen das finale Level, kurz vorm Kopf, okay? Also das vorletzte Level. Let's go, ja, das machen wir, das machen wir. Okay, und hier vorne geht's dann runter, Leute, zum Labyrinth, bam, und hier fängt das sozusagen an. Wir platzieren hier unten mal einfach Wasser. So, zack, zack, zack. Bumm. Und hier kommt Wasser rein, das heißt, man fällt hier runter und kann hier mit dem Labyrinth starten. Aber davor müssen sie noch ein Level lösen und das bauen wir jetzt hier vorne hin. Auf unserem Körper drauf. So wie du es gemacht hast hier vorne. Und ich würde sagen, dieses Level wird richtig schwer, denn dafür brauchen wir jetzt unsere Minen. Okay, das Level hier haben wir bestanden, aber dann wird es hier richtig schwer. Man muss nämlich hier aufpassen, dass man nicht auf eine Mine tretet. Man muss also hier so ausweichen sozusagen und rüberhüpfen. Und das ist nicht so leicht, Leute. Oh, Alter, ich bin gerade einfach draufgesprungen, weil ich aus Versehen nicht gesprintet bin. Zack. So, zack, 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 zack. Okay, Leute, das ist übel schwer. Das ist sowas von schwer. Und ja, let's go. Junge, Junge, Junge. Okay, ich weiß nicht, ob unsere Schwestern das schaffen, aber es kann auch sein, dass unsere Schwestern einfach alles zerstören werden. Weil wenn die eine Mine auslösen, es kann sein, dass unser ganzer Körper dann einfach in die Luft gesprengt wird, ne? Da müssen wir auf jeden Fall eigentlich aufpassen. Okay, Luke, platzier mal hier vorne ganz kräftig. Obwohl, ich platziere nur die Mine. Ja, ich helfe dir mal. Du darfst hier nicht platzieren, weil sonst geht das noch irgendwie aus Versehen in die Luft. Stimmt, wenn du die löst. Ja. Das wäre okay, richtig also blöd. Wir platzieren hier einfach ganz viele Minen und die müssen dann irgendwie hier ins Loch reinkommen. Also hier in das nächste Level. Und wenn die es halt nicht schaffen... oder eine Mine halt berühren, dann fliegt alles in die Luft, Freunde. Wow, let's go! Okay, das wird echt nicht... Oh. Hä? Warum habe ich meine eigene Mine in die Luft gesprengt? Aber Leute, jetzt habt ihr es gesehen, genau das wird passieren. Warte, was? Du hast mein halbes Level kaputt gemacht. Ja, ich habe hier gefühlt alles kaputt gemacht. Oh nein, wir müssen schnell wieder aufbauen. Oh, die Lava läuft runter. Was mache ich jetzt? Freunde, das wollen wir nicht. Zu reparieren. Oh nein, wir müssen uns beeilen. Die Zeit ist fast vorbei. Die Zeit ist fast vorbei. Wir müssen nur noch dieses Level schnell fertig bauen. Aber es ist hier auf jeden Fall machbar, Leute. Guck mal, man muss hier so lang springen. Zack. Dann hier so entlang und hier einmal rum. Und dann kann man hier runterspringen und ins nächste Level. Ins Labyrinth rein, welches halt dann super schwer wird, wie gesagt. Und dann ist hier, würde ich sagen, im Kopf das finale Level, welches meine Schwestern lösen müssen. Und zwar genau hier vorne. Im Kopf drin. Let's go. Leute, was ist hier passiert? Luke, hast du hier alles in die Luft gesprengt oder was mit den Minen? Oh nein, sag mir nicht. Ja, ich bin aus Versehen auf eine Mine gegangen. Nein, nicht dein Ernst. Okay, egal, weißt du was? Solange du das doch mal alles hinbaust, oh Mann, das ist das Problem mit den Minen. Wenn man die einmal kaputt macht, eine auf eine dreht, dann sprengt sich alles in die Luft. Und ey, ich würde sagen, lass mal als nächstes, damit das nicht nochmal passiert, da wo das Minenlevel ist, lass das mal alles ersetzen mit verstärktem Diamanten, mit verstärkten Diamanten, also mit verstärkten Blöcken, die unzerstörbar sind sozusagen.
damit wir nicht nochmal so einen Fehler bekommen, okay? Und hier alles in die Luft gesprengt wird. Das ist mal mit diesen verstärkten Glashersätzen alles. So, zack, ja, schon das mal. Machen wir. Boah, das sieht richtig cool aus, das Glas vor allem. So ein Glashelm und da unten sind einfach so Minen. Ich würde sagen, wir platzieren die hier überall. Und jetzt machen wir die Mauern und alles hier aus diesem verstärkten Glas, Leute. Weil das hier kann man nicht in die Luft sprengen und man kann es nicht abbauen. Schaut euch das an. Unmöglich. Ja, das ist richtig schlau von dir. Das mache ich jetzt. Zack, hier. Guck. Ah, okay, das darf nicht nochmal passieren, so ein Fehler. Vor allem solche Fehler, wenn wir gleich... Guck mal, wir sind gleich beim Ziel und dann solche Fehler. Oh, Mann. Boah, let's go. Das sieht schon mal sowas von cool aus mit dem Glas. Lass uns hier runter, Leute. Boom, let's go. Und hier kommt jetzt das finale Level hin, wie gesagt. Auf das wir schon alle warten. Und dafür müssen wir was ganz Bestimmtes nehmen. Wir gehen hier vorne zu den Ghost-Blöcken, die wir hier vorne haben im Secret Rubis Mod. Und wir schnappen uns eine Secret Player Pressure Plate oder die hier, Secret Pressure Plate. Also eine geheime Druckplatte auf Deutsch. Und die platzieren wir hier vorne. Boom, boom, boom. Und ihr fragt euch, warum platziere ich hier vorne eine geheime Druckplatte? Ja, gute Frage, Leute. Nämlich um... Warte mal, wir müssen die Druckplatten auch sehen, wo die sind. Deswegen ziehen wir diese X-Ray-Brille an. Oh ja, hier vorne sind diese geheimen Druckplatten, die ich überall hier vorne platziere. Ich mache hier so eine ganze Linie hin, denn wir brauchen hier ganz viele Druckplatten, okay? Also, falls meine Freunde, egal wohin, also irgendwo hier vorne hingehen, dann werden die richtig hops genommen von mir. So, bam, wir haben hier nämlich ganz viele Druckplatten platziert. Ihr hört das nämlich, wenn wir hier drauf gehen, dann werden die aktiviert. Und hier drunter... platzieren wir einfach das krasseste TNT aller Zeiten. Oh yeah. Genau hier unter den Druckplatten. So, zack, 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 zack. Und was haben wir hier für TNT? Wow, wir haben so viel TNT, Leute. Was sollen wir hier platzieren? Ausbrechendes TNT. Okay, das hört sich interessant an. Das Nuklear-TNT, das können wir auch zünden. Alter, Leute, ich habe hier gerade ein TNT ausgetestet. Das Zinkhöhlen-TNT. Und schaut euch mal an, wie krass die Explosion hier ist und wie riesig die ist. Und Leute, davon haben wir einfach so viel TNT, das noch viel, viel krasser ist. Also ich würde sagen, wir platzieren einmal darunter das hier. Und ey, was ich unbedingt zünden will, ist das Erdbeben-TNT. Hier vorne haben wir es, Leute. Das will ich platzieren. Das ist übelst krass. Das wird dann einfach da unter den Druckplatten eine Lücke öffnen, wo unsere Schwestern reinfallen werden. Und da wird ein riesiges Erdbeben entstehen. Das wird super lustig. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, um das nicht zu verpassen gleich, wenn unsere Schwestern hier auf die Druckplatten ganz am Schluss treten. Wenn die es überhaupt so weit schaffen, natürlich, ne? Okay, so, zack. Hier platzieren wir einfach mal das TNT hin. Machen hier einfach 1, 2, 3, 4 Stück in die Mitte rein. Ich hoffe, die laufen halt hier durch die Mitte, Leute. Das ist halt super wichtig. Weil wenn die da lang gehen, dann passiert gar nichts. Oder wir platzieren halt da links und rechts normales TNT. So, dass die, falls die auch links und rechts lang rennen, auch das hier anzünden, Freunde, das ganze TNT. Also es wird dann mit diesem TNT zusammen explodieren, sozusagen. Weil, Freunde, ich kann vor diesem Erdbeben-TNT nicht zu viel platzieren, weil am Schluss stürzt doch der ganze Server und die ganze Insel ab. Weil das Ding ist, das ist halt viel, viel krasser als normales TNT. Okay, und hier vorne kommt jetzt die Belohnung hin. Wir nehmen uns Diamanten für meine Schwester. Und Luke liebt ja Gold und seine Schwester liebt auch Gold. Das heißt, wir nehmen uns auch Gold hier vorne, zack. Und Diamanten haben wir ja auch hier vorne. Und die platzieren wir jetzt hier so ganz, ganz viele. Wir tun so, als ob das deren Belohnung ist. Also einmal Diamanten und einmal hier vorne Gold für Luke's Schwester und Diamanten halt für meine Schwester. Und mal schauen, ob die drauf reinfallen werden. Weil in echt, Leute... werden die niemals diese Belohnung bekommen, weil die davor vom TNT einfach komplett in die Luft gesprengt werden. Hahaha, Leute, let's go. Und damit, Freunde, haben wir unser finales Level fertig. Die Belohnung ist auf jeden Fall schon mal richtig fies und wird auch richtig lustig. Und Luke hat jetzt auch alles wieder fertig gebaut. Das heißt, wir sind fertig mit unserer kompletten Statue, oder nicht, Luke? Boah, was hast du da? Ja, sind wir. Let's go. Let's go, Leute. Ey, das wird so lustig. Ich würde sagen, mal schauen, ob unsere Schwestern auch schon fertig sind. Die Zeit ist vorbei. Wir gehen jetzt rüber und werden jetzt die beiden Parcours einmal spielen. Oh, wow. Wir wurden teleportiert, Luke. Und wo sind wir hier gelandet? Ihr seid beim Mädchenlabyrinth gelandet. Und natürlich kommt das als erstes, weil das Beste kommt zum Anfang. Seit wann ist denn das denn so? Luke, das heißt doch anders, oder nicht? Das heißt doch, das Beste kommt zum Schluss. Ja, und kommt genau. Zum Schluss. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir an mit eurem Körperstatuenlabyrinth. Okay, let's go. So, dann würde ich sagen, sucht doch direkt einen Anfang. Den findet ihr eh niemals. Oh, bist du dir das sicher, Lili? Den finden wir niemals. Ups. Und was sehe ich denn hier? Ich bin im Survival-Modus. Oh no, Luke. Wir sind ich wurde auch in den Survival-Modus gesetzt. Hä, warte mal, warum habe ich nur 7 Herzen? 7,5 Herzen? Wie kann das sein? Habt ihr mir irgendwie meine Herzen abgezogen oder was? Nee, ich habe alle Herzen. Ich habe dir deine Herzen abgezogen, damit es schwieriger für dich ist. Hey, was soll das denn sein, Junge? Serious? Okay, ey, Luke, ich habe jetzt einmal weniger Herzen. Luke, was hast du da? Oh, was ist das? Eine Brille.
Die geheime Brille. Psch, die geheime Brille? Wissen. Okay, warte, die zieh ich an. Psch, psch. Okay, ganz leise, jetzt sehen wir bestimmt einen geheimen Eingang. Da vorne ist der, da vorne ist der. Okay, okay, warte, ich zieh die schnell aus. So, zack, zack, zack. Nix, ja, ja. Komm schon, den Eingang findet ihr niemals. Ah, bist du dir da sicher? Wie wär's, wenn wir einfach da reingehen? Let's go! Ja, let's go, wir haben's gefunden. Wir haben's gefunden. Hä? Wie habt ihr das gemacht? Das ist doch unmöglich. Nix ist unmöglich, wenn du Ukri heißt. Oh yeah. Und was ist hier drin? Ganz viele Boote. Oh nein, ich weiß, was das erwartet, okay. Luke. Das ist wir unmöglich. Wir müssen hier so rüberspringen. Wir müssen irgendwie reinschießen, Junge. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin auch richtig schlecht drin. Warte, wir müssen auf jeden Fall cheaten. Okay, aber wie cheaten wir, Junge? Okay, aber eigentlich ist Cheaten unfair. Das war schon ein bisschen, das ging schon ein bisschen zu weit. Weißt du was? Ich verbrenne das. Normal cheaten wir nicht rein, Luke. Ah, okay, wir müssen das fair machen. Wir müssen das wie richtige Profi machen. Oh, Luke, was machst du? Nein, ich habe es nicht geschafft. Luke, du hattest Glück, dass du gerade nicht zu dir geschaut hast. Du warst gerade im Kreativmodus. Hä? Ja. Luke, bist du gerade nicht schon losgesprungen? Nein, bin ich nicht. Nein, ist er nicht. So, ich zeig euch jetzt, wie das geht. Okay, Daisy, zeig mal her, wie das geht. Nein, ich hab's nicht geschafft. Sehr schön, Daisy. Du kannst es auf jeden Fall sehr gut. Auf jeden Fall, ja. War ja klar, dass meine Schwester das nicht schafft. Die ist richtig schlecht. Okay, jetzt bin ich dran. Ich muss es schaffen, Freunde. 3, 2, 1 und let's go! Boah, ja, okay. Boah, ich bin der voll Profi. Geschafft. Boah, let's go, wie krass. Okay, Luke, du musst es auch schaffen. Sonst verlierst du ein Herz. Ja, ich schaffe 3, 2, 1 und let's go. Zack. Nein, warte, was machst du? Ich hab's nicht geschafft. Haha, und damit hat Luke schon sein erstes Herz verloren. Okay, Luke, komm schon, jetzt schaffst du es. Du darfst nicht nochmal ein Herz verlieren, sonst Ende im Gelände. Eins, und let's go, zack, ja, zack, zack, let's go. Ich hab's auch geschafft. Let's go. Ja, Mann, wie hat er das bloß geschafft? Haha, Luke ist halt auch der Beste, genauso wie ich. Team Jungs halt, ne, Luke? Ey, Freunde, ja. Ich würde sagen, falls ihr auch Team Jungs seid, alle jetzt liken. Okay, lass uns in die nächste Tür reingehen. Bam, ins nächste Level. Was ist das hier vorne, hä? Was soll das sein? Das ist das Bogenschützen-Level. Ey, Luke, du weißt doch, wir haben das schon gesehen. Wir haben ja gespickt eben. Wir wissen schon, was wir zu tun haben. Ja. Zack, ich nehme jetzt hier. Oh, Mann. Aber ihr werdet es niemals schaffen. Ihr werdet niemals mit dem Bogen das reinschießen ins Ziel. Und übrigens, was habt ihr da gerade geschnuschelt und getuschelt? Nix. Wir haben überhaupt nichts getuschelt. Nix da jetzt. Ich fange dann schon an, gell? Ja, ich fange auch schon mal an. Zack. Und komm schon in die Mitte. Volltreffer. Boom. Volltreffer. Die Tür ist aufgegangen. Warte mal, schieß nochmal. Volltreffer. Oh, ups. Tut mir leid. Getroffen. Warte mal, zieh mal da. Ich glaube, das ist das Richtige. Ja, komm schon rein. Nein. Hä? Nochmal in die Mitte und. Ja, let's go. Zack, ich hab getroffen. Let's go. Und okay, hier haben wir auch nochmal durch. Und, was ist das denn für ein Level? Hä? Wir müssen jetzt nicht hier jeden einzelnen Knopf drücken, oder was? Oh ja, nein. Ich glaube auch, okay, ich fange hier mal an. Zack, okay, ich fange auf der Seite an, du auf der Seite. Oh yeah. Oh Mann, das werdet ihr niemals schaffen. Wir sind tausendmal cooler. Und das macht ihr sowas von nicht, weil ihr solche Noobs seid. Ihr werdet niemals jeden Knopf finden. Okay. Wir müssen einfach jeden Knopf. Ja, Luke, hä? Was ist los? Ich hab hier schon die eine Seite durch. Junge, natürlich schaffen wir es. Ich bin irgendwie in der Wand. Hä? Mit welchem Knopf hast du es geschafft? Gar nicht. Ich bin hier gegengelaufen und dann. Warte mal. Was? Das sind Ghostblöcke. Ey, warte mal, das heißt, wir müssen nicht die ganze Knöpfe drücken. Die wollen uns pranken, aber hier vorne ist echt drin. Yo, let's go. Let's go. Oh, aus Mann, Zufall habe ich gefunden. Willkommen. Wie habt ihr das geschafft? Ihr habt gecheatet bestimmt. Hey, okay, du bist so fies, Mann. Haha, Junge, was für fies. Ich bin einfach der Beste. Luke, du bist der Beste. Du hast das Rätsel hier gelöst. Die Level sind so einfach, ganz ehrlich. Und was ist das hier vorne? Ein Labyrinth oder was? Ey, ich glaube schon. Mein Labyrinth ist sowas von viel, viel krasser. Hey, das ist voll einfach. Redest du? Unser Labyrinth von den Schwestern ist viel cooler. Ey, Luke, ganz ehrlich, die denken wirklich, deren Labyrinth ist cooler. Aber guck mal, wie einfach das ist. Das ist voll groß und das ist gar nicht gut. Und was macht ihr denn da? Ich mach Pupsi auf euch. Zack. Hä? Lili ist zum Wurm geworden. Was geht denn da ab? Die Mädchen, wir sind viel cooler. Die Mädchen sind nicht cooler. Ey, Leute, ich würde sagen, lasst mal allen ein Like da und ein Abo, weil ihr wisst ja schon, wie unser Labyrinth aussieht. Und falls ihr findet, dass unser Labyrinth besser aussieht, dann lasst jetzt alle mal ein Like da und ein Abo, damit wir gewinnen werden. Okay, Freunde? Kommt schon in 3 Sekunden. Falls ihr noch nicht getan habt, dann unbedingt jetzt liken, abonnieren. Falls ihr es vergessen habt, in 3, 2, 1 und 0. Let's go. Let's go, Leute. Haha, bestimmt hat niemand geliked, weil die Mädchen viel cooler sind. Hä, was redet ihr? Ey, Leute, liked jetzt alle, damit wir beweisen, dass die Jungs cooler sind. Ja. Haha, nicht mal ein Like hast du, Okri, du Noob. Was? Oh, mein Freund, ihr müsst doch alle schnell liken. Was soll das? Oh. Warte mal, wie viele lassen jetzt auf einmal ein Like da?
Haha, ich hab's doch gesagt, meine Community ist die Beste. Ihr seid die besten Freunde. Let's go. Oh ja, wir haben das richtig gezeigt. Wow, so viele Likes. Oh, guck mal, deine Schwester rastet richtig aus. Okay, Luke, ja. Komm, jetzt müssen wir dieses Noob-Labyrinth bestehen. Okay, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das an diesem Labyrinth gefällt mir eine Sache. Welche Sache gefällt dir? Der gelbe Boden. Mir gefällt auch die Farbe vom Labyrinth, aber das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie hier drauf reinfallen dürfen. Die wollen uns manipulieren, weil ja, die Farbe ist gut, stimmt. Aber ganz ehrlich, weißt du, was nicht gut ist? Ja, das ist easy, Junge. Wir sind schon beim Ziel. Oh, nee, Sackgasse. Genau, Sackgasse. Hä? Ich hab's gefunden, okay. Junge, wie einfach war das denn? Warte mal. Hier ist die Belohnung. Ich brauche keine Diamantblöcke, ich will Goldblöcke. Egal, mit Diamantblöcken kannst du die Goldblöcke kaufen. Wusstest du es nicht? Und hier vorne, Lili hat eine Belohnung für dich gemacht. Was? Hier, ja, let's go. Belohnung für dich habe ich eine Belohnung, ganz ehrlich. Du hast es verdient. Ukri, der hat sie nicht verdient. Der ist mein blöder Bruder. Komm her, Ukri. Hey, was für ein blöder Bruder. Komm her, Junge, Lili. Ja, nimm das, ihr habt doch einen Bogen in der Hand. Okay, ey, ich würde sagen, Leute. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, #Klingungs, wenn ihr mal unser Labyrinth schon besser findet. Und jetzt gehen wir rüber zu unserem Körper. Luke, du hast nicht mal ein Herz. Du hast ein Herz verloren. Ich habe nicht mal ein Herz verloren. Wir sind die Besten. Und let's go. Let's go. Okay, Schwestern, seid ihr jetzt bereit für unser Labyrinth? Lili, meine Schwester, Daisy, Luke-Schwester, ihr werdet es niemals schaffen. Das kann ich euch sagen. Natürlich werden wir es schaffen. Wir sind die Besten. Und schau mal, was ich hier gefunden habe. Direkt den Eingang. Oh yeah. Haha, das denkst du ja, das wird richtig einfach. Oh ja, dann Lili, wenn das der Eingang ist, dann geh doch mal weiter, hä? Da vorne geht's doch weiter, oder nicht? Ciao, du bist reingefallen. Ciao, ciao. Daisy, da vorne ist der Eingang. Willst du nicht deiner Freundin folgen? Die ist da vorne reingegangen. Nein, die ist doch gerade gestorben. Ey, Daisy, geht auf keinen Fall hin. Wir haben eine Falle gestellt. Oh nein. Ja, ich such den anderen Eingang. Aber damit hat Lili einfach schon ein Herz verloren. Und das da vorne war natürlich ein Fake-Eingang. Hier unten ging's in die Lava durch die unsichtbaren Blöcke, Junge. Du wurdest so hops genommen, Lili. Ich hasse dich, Okri. Haha. Ey, ganz ehrlich, das war extra. Ich wollte einfach eine schwerer machen für euch. Ich wollte einfach extra das machen. Hey, das macht nicht mal ansatzweise Sinn, Lili, Junge. Was redet die da vorne? Doch, die Schwestern sind einfach besser. Und wo ist der richtige Eingang? Den finden wir niemals. Lili, guck mal hier, da ist ein Knopf. Oh, Daisy hat den richtigen Eingang gefunden. Warte mal, ihr kommt an den Knopf gar nicht so ran, weil ihr so klein seid. Doch, und. Komm mit, Daisy, komm mit, schnell! Okay, Luke, schnell hinterher, zack, 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 zack. Daisy ist runtergefallen! Sie schafft es niemals! Und damit hat Daisy auch schon ein Herz verloren und die haben beide nur noch zwei Herzen, Freunde, haha! Und ich habe nicht mal ein Herz bei dir verloren, Lili. Oh Mann, wie kann das sein? Egal, schau, ich schaff den Sprung und boom! Und kam schon der nächste Sprung und bam! Okay, mal schauen, ob ihr es schaffen werdet. Oh, Daisy, nicht schlecht. Oh, okay, boom. Jetzt erst mit dem ersten Sprung. Oh. Wow, nicht schlecht. Und wow. Wow. Daisy und Lili sind rein. Die sind so los. Junge, okay, das war nicht schlecht, aber dann am Schluss nochmal verkackt, Junge. Ganz ehrlich, reingepupst. Schon wieder reingefallen in die Lava. Ja, warte mal, haben nicht beide alle drei Leben schon verloren? Hilfe, ich brenne! Hä, Junge, die haben eigentlich schon verloren, oder nicht, Luke? Oder sollen wir ihnen noch eine Chance geben? Wir geben den extra Herz, weil die sind ein bisschen jünger als wir. Ihr habt beide noch, das ist meine Zwillingsschwester, Luke. Ihr habt beide noch ein Herz, das heißt, ihr habt noch eine Chance, okay? Ich habe jetzt nicht richtig mitgezählt. Doch, wir haben beide noch ein Herz, wir sind nicht dreimal gestorben. Wir haben beide noch drei Herz. Ich habe zwei Herz, nee, Blaze hat ein Herz. Nein! Warum schwebe ich hier in der Luft? Warte mal. Hey, hä? Hä? Was? Hä? Ich hab's geschafft. Ich hab gleich gecheatet. Hä? Hab ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was sie meint. Warte mal. Lili, du hast gerade gecheatet. Hast du es gesehen, Luke? Die ist einfach geflogen. Ich glaube auch, nee, ja. Ich hab noch mein Herz. Ich hab das noch. Ich hab das noch 100%. Warte mal. Ey, Luke, ich hab's ganz genau gesehen. Freunde, scrollt jetzt nochmal zurück. Die ist doch gerade aus der Lava nach oben geflogen. Habt ihr es gesehen? Okay. Spult nochmal zurück. Warte. Ey, Leute, falls ihr es durchgehen lassen, weil. Warum? Wir können es durchgehen lassen, weil der Rest des Parcours ist so schwer, das schaffen wir nicht. Das werden die eh nicht schaffen. Ey, Freunde, schaut euch das nochmal an und schreibt in die Kommentare #LiliCheated, wenn ihr es auch gesehen habt, okay? Ey, ganz ehrlich, Lili, wenn wir dich nochmal erwischen beim Cheaten, dann bist du disqualifiziert und wirst direkt gebannt. So, ihr beide jetzt nur noch ein Herz, aber wirklich. Ey, das ist sowas von unmöglich, aber ich versuch's. Komm schon, ich habe jetzt nicht auch ein Herz, hab ich darf noch. Ich darf nicht verlieren, okay? Okay, freue mich schon, ob wir es schaffen. Wow, okay, sie macht das eigentlich ziemlich gut. Hey, das ist ja voll krass. Ich glaube, wenn man da einfach langsam durchgeht, ist halt wirklich die Taktik. Yo, sie macht das krass. Das geht so wirklich. Alter, wie ist so heftig? Haha, ich sag euch, ich bin der beste Brotparcoursmeister. Und kam schon noch eine Kurve, zack, und. Oh yeah, jetzt nicht so viel Power. Wow. Hilfe. Oh nein. Sie haben 360 gemacht, hast du es gesehen? Wow.
Sie hat verpupst, Leute, ihre Schotze. Und Daisy auch. Ihr seid die Schlechtesten. Daisy rast komplett aus. Alter. Ich hab's geschafft. Ich bin da. Ich bin da. Ich hab's geschafft. Warte mal. Junge. Wie bist du so schnell darüber gekommen? Junge, warte mal, Luke. Du hast gar kein Herz mehr, Lili. Doch, doch. Ich hab noch ein Herz. Ich hab noch ein Herz. Schau, ich hab's geschafft. Und jetzt hier rüber. Zack. Wie? Warte mal. Junge, die cheatet voll. Aber weißt du was, Luke? Ich hab's auch geschafft. Junge, die ist einfach rübergerannt. Was für Luke Skies geschafft. Ey, du hast nichts geschafft. Ganz ehrlich, Boys, wir haben sowas von geschafft. Ich sag euch eine Sache, ihr könnt uns nichts sagen. Ihr könnt uns gar nichts. Wir haben es nämlich 100% geschafft. So 100%. Und jetzt das nächste Level schaffen die auch. Komm, Lili, das ist voll einfach. Die schaffen das niemals. Ey, Alter, ganz ehrlich. Luke, das ist, weißt du was, wir lassen das einfach mal durchgelten. Und die werden jetzt so oft verkackt, das wird so lustig. Die geht einfach da runter. Warte. Das ist Cheat. Ich hab Cheat gefunden. Ey, ganz ehrlich, ich schaffen das easy. Easy, ja! So, wir werden da auch nicht auf Kram einfach. Nein, ich bin runtergefallen! Daisy, nein! Ups, das habt ihr nicht gesehen. Daisy ist gar nicht drauf gegangen. Warte mal. Diesen Ball. Lili? Bist du gerade im Kreativmodus? Nee, ich bin gar nicht im Kreativmodus, Boys. Was redet ihr? Lili, das ist alles hier ziemlich sass. Ja, ganz ehrlich, Alter. Weißt du was, Junge? Die sind so am Reinschieten. Aber das sehen ja die Zuschauer. Ihr seht ja auch, wie die gerade reinschieten. Und die denken wirklich, die sind besser als sie würde, aber müssen die ganze Zeit bei uns reinschieten. Wir haben nicht einmal bei den reinschieten, außer ganz am Anfang mit dem Eingang. Aber die hätten so oder so gefunden, sag ich. Ist so, wie es ist. Und was. Warte mal, Daisy, du kannst doch hier nicht einfach alles kaputt machen. natürlich kann ich das. Zack, guck hier, zack. Ich hab's schon geschafft. Wir sind einfach die Besten. Warte, das ist Cheaten. Die cheaten so krass rein. Alter, das ist so unfair. Nein, nur ich kann das mal nicht so Blöcke abhauen da. Alle Hashtag Ukri cheatet, Junge. Also Lilly und ich, ich und Daisy cheaten auf keinen Fall. Oh, das ist so fake, ne? Ihr redet so einen Schwachsinn. Ihr cheatet die ganze Zeit. Ja. Und das habt ihr aber jetzt, warte mal, das haben die wirklich geschafft. Das haben die wirklich gemacht, ja. Ey, Luke, das ist voll einfach für die gebaut. Egal, komm, ab ins nächste Level. Ja. Den komm mal hier in die Mine rein. Oh, warte mal, komm mal nochmal nach oben. Hey, Ukri, lass mich los. So, komm her, Lili. Komm mit, wir tun die in die Mine rein. Komm mit, Lili, komm mit, Junge, wir kriegen dich. Hey, lass mich los, Ukri. Wehe, du lässt mich jetzt fallen. Warte. Mich kriegst du niemals, Luke. Lass mich los, Ukri. Oh, ich krieg dich. Okay, du willst losgelassen werden? Dann ciao, ciao, Lili. Ich lass dich los. Und zwar in der Mine. Warte mal. Daisy ist gerade schon wieder geschoben. Die ist auf meinem Kopf drauf. Aha, Ukri, warte mal. Ich bin auf den Kopf geklettert. Hey, runter da. Ah, Luke, schaff sie da. Ich krieg sie nicht runter. Luke, Hilfe. Warte, sie ist hier rausgegangen. So, hab ich dich. Weg da. Ups, okay, komm, egal. Komm, da, geh da runter, ab ins Labyrinth. Haha, du bekommst dich niemals, Ukri. Ich bin einfach die coolste Schwester. Du bist nicht cool, Lili, Junge. Du hattest doch mal Glück. Okay, jetzt versuch mal, hier durchzukommen. Du bleibst ja bestimmt stecken, so dick wie du bist, Lili. Haha. Hä? Ich bin gar nicht dick. Was soll das denn jetzt heißen? Oh, boy. Ich zeig dir jetzt, dass ich der Beste bin. Hä? Was für der Beste und... Junge, warte mal. Ja, die ist da stecken geblieben. Ich bin die beste Schwester. Let's do it. Junge, was redest du? Und Daisy bleibt auch stecken. Ey, ihr seid so schlecht, ganz ehrlich. Ihr schafft es niemals durchs Labyrinth. Und dort erwartet euch noch eine kleine Überraschung gleich. Haha, Leute, gleich erwartet die ihren Überraschung des Todes. Das sind die Zombies und die kommen gleich und fressen die auf im Labyrinth. Da können die wieder... wo geht Daisy da lang? Luke, was macht ich die? Weiß auch nicht. Die hat sich rausgebaut, glaube ich. Hört auf zu cheaten, ganz ehrlich. Falscher Weg, Daisy. Haha, sie ist von den Stacheln draufgegangen. Und wie viel Leben habt ihr noch? Wahrscheinlich gar keins mehr, oder? Doch, wir haben alle noch... Ich hab noch ein Leben. Und ich hab auch noch ein Leben. Kann gar nicht sein, ihr habt doch alle schon verloren. Ey, Luke, ganz ehrlich, die werden am Schluss sowas von weggebannt. Das ist unmöglich, das wird so lustig, Freunde. Schaut, dass wir bis zum Schluss sind. Am Schluss werden die weggebannt. Ahaha, ich bin nicht vom Zombie draufgegangen, das sah nur so aus. Warte mal, ich glaube, meine Schwester ist gerade vom Zombie gefressen worden. Ich hab's gar nicht gesehen. Ihr seid so schlecht, Mann. Wir schaffen das schon. Komm mit, Daisy, wir müssen da rüber. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Ah, komm schon, ich hab das. Ja, jetzt, Junge, du musst auch rüberspringen, Alter. Was macht ihr denn? Daisy hat gecheatet. Wie bist du da hingekommen? Ist sie nach oben gerannt? Hä? Warte mal, die Zombies kommen. Nein, ich hab nicht gecheatet. Und die Zombies kommen, die kommen. Und nein, sie sind kommen. Oh no. Wie haben die das geschafft? Ja, wir haben die Belohnung. Let's go. Oh ja, ich liebe Gold und Diamanten auch. Hä, was? Oh, ja, let's go, Gold. Dann geh mal hier zur Belohnung, Lili. Komm, geh da mal hin. Komm schon. Oh ja, let's go! Ich liebe die Belohnungen! Wir müssen die jetzt wegbannen. Warte mal. Wir müssen die wegbannen jetzt. Hä? Die haben gecheatet. Sie ist auf die Druckplatte gegangen, aber es hat gar nicht funktioniert. Hä? Warte. Hä, Ukri, was ist das hier vorne?
Hä? Okri, du hast hier irgendwas versteckt. Ich höre da irgendwas unter uns. Hä? 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 Mann, da ist irgendwas. Hau ab, Daisy, das TNT. Alter, das ist das Erdbeben-TNT. Okri, wie viel TNT hast du platziert hier? Alles, alles geht kaputt. Warte, was? Wow. Die sind da einfach runtergefallen. Und da ist ein riesiges Loch in unserem Kopf. Oh nein, Okri hat ein Loch im Kopf. In deinem Kopf, meinst du? Warte mal, guck mal, wie tief das ist. Junge, wie cool ist das denn bitte sehr, Leute? Junge, Junge, Junge. Freunde, wir haben es geschafft. Und jetzt, Daisy und Lily, kommt her. Ihr werdet jetzt beide weggebannt, denn wir haben gewonnen. Ihr habt alle Herzen verloren. Ihr habt sogar mehr als 3 Herzen verloren. Ihr habt so oft verloren. Ihr seid so schlecht. Ihr dachtet, ihr könnt uns beide wegbannen. Aber wisst ihr was? Wir haben gewonnen. Das heißt, ihr werdet jetzt für 24 Stunden gebannt von Simuri City. Ja, let's go. Nein, weg mit euch, ihr Cheater. Egal, Mädchen sind trotzdem cooler. Und ihr seid trotzdem schlechter. Ich werde lieber zugeben, dass ihr besser seid. Ja, wir sind viel besser, Lily. Oh Mann, okay, Freunde. Ich würde sagen, lass ein Like da unten, aber Luke, bann du die mal in der Zeit weg, okay? Ja, mach ich mal. Okay, let's go. Freunde, lass ein Like da unten, Abo, falls euch das Video gefallen hat. Und Hashtag Team Brüder in die Kommentare, falls die Brüder gewonnen haben. Also ich und Luke und nicht die Schwestern gewonnen haben. Und Lily ist weg. Und ich hab beide weggemacht. Weg. Let's go. Was soll das? Mann, die rasten jetzt richtig aus. Okay, Freunde, aktiviert die Glocke, um solche weiteren cooles Videos nicht mehr zu verpassen. Ja, auf jeden Fall. Checkt Luke auch unbedingt in der Videobeschreibung ab. Macht auch jeden Tag aktiv Videos, Freunde. Wo manchmal ich auch dabei bin. Und Leute, deswegen unbedingt bei ihm vorbeischauen. Und Freunde, Hashtag Team Bruder, drückt auf die nächste Folge hier vorne. Und let's go. Ciao, ciao. Ciao.